Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Dysons für Program. Wir machen geht direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben überall unsere, ja, unsere Mangelware. So, dass wir jetzt als nächstes gerade hier die gelbe Materien hier erforscht haben. 250, das kann ich das hier machen. Das ist auch safe. Logistik. Okay, das 1400. 150. 550. 950. 1030. 1200. 80. Rein theoretisch soll es ausreichen, dass ich zumindest mal die ganzen hier durchmachen kann. So, dass wir auf jeden Fall mal die nächste Energiequelle bekommen. Da muss ich jetzt aber auch mal schön gucken, was wir alles brauchen. Fusionsreaktor. Ah. Wir brauchen Gasriesen. Dafür brauchen wir aber erst interstellares Logistiksystem, dass wir den Gasriesen holen können. Dann können wir die... Okay, aber wir können schon mal die hier anfangen. Magneten, Kohle. Yay. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Einen Moment. So. Okay. Wir sind wieder out of energy. Ich muss einmal gucken, wo. Und dann muss ich hier die Produktionskette anpassen. Bänder sollten wir jetzt wieder genug haben. Okay, die sind fast voll. Naja, das kann ich auch laufen lassen, nur kurz, bis es ganz voll ist. Hier MK2, MK3 haben auch noch einige. Die brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Deswegen kann ich das laufen lassen. Energie. Haben wir jetzt hier oben zu wenig? Yes, und wie? Oh shit. Der lief's doch vorhin so gut. Das hier produziert genug Kohle. Wenn ich da aber keine Kohle produziere, dann kommt das hier nicht rein und dann ist es zu wenig. Wenn ich hier einen Splitter reinbaue, das steht unten, steht da unten noch. Wir probieren es. Splitter with four directions. It can split the passing cargo or balance the cargo on multiple conveyor belts. The splitting speed depends on the conveyor belt speed. Use the tab key to switch between different styles and click it to set priorities and filters. Geht es irgendwie so? Das und dann als Tee. Nee, ich brauche einen Splitter. Natürlich habe ich wieder keine Materialien dafür.
Brauchen wir halt mal 40 Stück. Weil mit den 40 Stück sollten wir dann eventuell diese Kohlemine hier ansetzen können. Oder diese Kohleproduktion, nicht Kohlemine. Ist falsch ausgedrückt. Wir haben gleich unseren einen, den wir benötigen. So. Dann schicke ich das hier raus, hier rein, hier, und das darf dann von hier nach da. Ist das hier aber nicht mehr so effektiv. Heißt, ich muss die Kohlemine hier, die Kohleader hier in Beanspruchung nehmen. Neun Stück. Wir sind wieder hardcore am Limit. Leben am Limit. Ich das eigentlich auch? Nee. Muss einen perfekten Platz finden. 8. Ich mache das hier einmal mit 8. Hier auch 8. Okay, die Produktion ist auf jeden Fall schon mal höher. Wir werden es jetzt aber trotzdem hier reinlassen. Auf das hier rein. Dann auf das Bild hier rein. Sollten eigentlich auch ausreichen. Wir sehen es ja gleich. Es wird auch eins auch ausreichen. Dann setzen wir das mal hier so hin. Und das hier so.
Okay, das hier würde funktionieren. Funktioniert das auch hier? Nein. Wenn die beiden da zusammenlaufen, dann funktioniert's. Okay, easy. Ja, mein Energiekurs ist gleich leer. Reiß ich das Ding hier ab. Das hier auch so, das hier weg. Ja, trotzdem zieht es mir voll viel Energie gerade. Hä? Okay, komisch. Muss man manch... Ah, wahrscheinlich waren meine Drohnen noch irgendwo. Das könnte ich mir vorstellen. Dass meine Drohnen noch irgendwo was gearbeitet haben, wo ich nicht wusste. Und dann... Okay, da reicht noch zwei. So, die schicken jetzt hier das hier rein und die Produktion an. Die Produktion läuft noch. Schickt sie noch mal alles weg. Damit ich hier wieder Kohle nehmen kann und hier rein. Ganz unten. Und hier rein. Jetzt sollten die anspringen. Und eigentlich soll es dann wieder von der Energie reichen. Ja, aber ganz knapp. Okay, das hier wird auch voller. Es schwankt halt sehr. Soll ich einfach noch geschwind? Komm, wir setzen einfach noch kurz Windturbinen hin. Um ein bisschen Puffer zu haben. Okay, so haben wir einen klitzekleinen Puffer. Keinen großen, nur einen klitzekleinen. Bis wir dann da hinten zur Energie kommen. Inventory Items weg. Und theoretisch kann ich die Produktion hier weghauen. Und planetare Logistik machen. Dass es dann automatisch hier rüberkommt. Wäre zwar nice, aber weiß ich nicht. Research kann ich nochmal 2 hochsetzen. Hier kriegen wir einen leichten Überschuss an Kohle jetzt langsam. Hier auch. Das knallt jetzt auch langsam.
2100. Ich kann schon mal noch mehr in die Produktion hauen. Planetare Logistik. Das hier bräuchte ich auch. Ich überlege gerade, hier kriegen wir einen Überschuss durch die drei. Und es produziert hier halt nicht genug. Wenn ich das hier abreiß, was wird das hier? Das hier? Zack. So, dann können wir zugucken, wie es runtergeht. Hier haben wir jetzt erstmal genug drin. Bräuchten halt eigentlich mehr. Aber mehr ist gerade nicht drin. Schaue ich mir mal das hier hinten an. Ich habe hier noch ein bisschen. Ich nehme mal 3 mit. Immer noch. 2. Sind es nochmal 5. Das eine ist mir egal, das reicht hier wieder rein. Jetzt haben wir 77 davon. Wir brauchen aber die nächstgrößere Stufe. Dafür brauchen wir Magneten und Kohle. Was ich gerne machen würde. Mehr von dem planetaren Logistiksystem. Dazu natürlich mehr Drohnen. Oder jetzt noch keine Thruster, oder? Das ist nämlich gar nicht so schlecht zu bauen. Dann halt es noch. Und das hier und dann hier noch das. Hier habe ich in der Produktion 9000. Habe ich schon drin. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur Eisenbarren. Habe ich gerade irgendwo Eisenbarren rumliegen? Nein, doch hier hinten. Wenn ich hier jetzt noch eine Production Line hinsetze, aus dem und okay, ja. Zack, zack. Ich habe aber wie gewohnt zu wenig Energie.
Nützt es hier? Nein. Du müsstest hier eins weiter drüben anfangen. Das hier eins weiter rüber setzen. Das hier weg. Zack. Kann ich hier ein paar Logistikdrohnen bauen. Raus, raus. Raus, rein. Rein, rein. Raus. Nochmal schön ein Storage. Storage über Storage. Hier kann ich 4 Sticks mal rausnehmen. Mit rein. Welche produziere ich die hier, damit ich das produzieren kann? Okay. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Da könnte ich eventuell noch Magneten hinsetzen. Okay, dann gucken wir einmal hier hinten. Hab ich das hier, damit ich das hier noch bauen kann. Okay. Damit ich das machen kann, brauche ich Kohle und Magneten. Stein ist auch sehr ineffizient gesetzt, den könnte ich noch weitaus besser setzen. Also wichtig ist der Stein jetzt hier nicht. 7, 7, 6, 6, 6, 5, sehr ineffizient. Naja, 5, 6, 6, 4. Insgesamt 7. Ja, hier habe ich aber geguckt. Storage erhöhen. Magnete sind rein. Das. Will ich das hier einmal kopieren, so wie das genau hier steht? Just now. Keine Ahnung. Hier hinten. Will ich das hier einmal abreißen? Okay, das muss ich halt dahinter setzen. Kann ich hier noch mal eine Reihe dem hier machen? Für hier.
Petrus hier raus. Yes. Wir brauchen aber MK2. Ich will es gar nicht wissen. Ich will manchmal gar nicht wissen, was ich in den vorigen Folgen gemacht habe. Das ist manchmal echt bullshittisch. So, die hier und die hier. Davon nehme ich jeweils 3 Sticks mit. Sollte an sich reichen. Davon tue ich 2 Sticks rein wieder. Yes. Das können wir hier noch mit der Energie dann verbinden. Also Kohle haben wir jetzt erstmal genug, aber wir haben halt trotzdem ein Energieproblem. Wenn wir hier hinten die Magnete anfangen, haben wir nochmal ein Energieproblem. Gut, ich habe hier noch mal gut Kohle. Die Frage ist, ob ich hier noch mal ein Kraftwerk hinsetze, dass ich dann auch noch mal wie soll ich das hier terraformen, dass ich hier noch mal eine Produktion hinsetzen kann. Ich habe hier keine Lava oder so, schade. Boah, wir brauchen noch Silikon. Aber hierfür braucht man Silikon oder Silikon Crystals. Aber das haben wir halt nicht. Boah, ich muss gerade überlegen, wie ich es mache. Lasset sie mich hirnen. Ich nehme hier mal wieder die mit raus. Wir brauchen auf jeden Fall. Okay. Öl ist auch demnächst leer. Kacke. Dann muss ich schon gucken, wo es beim Öl liegt. Forschungen. An sich muss ich hier noch mal. Also ich mache hier eine Solarpanelburg. Ruhig noch mal ein bisschen mehr davon. Mal Power. So.
Nee, lass ich mal drin. Ich hol einmal hier ein paar tausend Stück raus. Und dann werden wir gleich nochmal terraformen. Aber Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch was. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.